So, willkommen zur letzten Aufnahme für diese Doom-Session, also für diese Woche jetzt. Wegen, weil ja, ist ja bereits die vierte Folge und vor allem, wie man es bereits auf Kamerabild sieht, die Sonne kommt langsam raus. Von daher ganz gut, dass ich bereits alle vier Folgen jetzt dann im Kasten habe. Dann kann die Sonne brennen, wie sie möchte. Interessiert mich dann nicht mehr. So, okay, wir waren jetzt bei dem Level, was mir persönlich sehr gut gefällt. Optisch und auch so gestaltungstechnisch insgesamt. Ich hoffe nur, es wird mit dem Realism Tactical Mode keine Katastrophe. Sonst sing ich eine Strophe. Verstehst du? So wegen Strophe und Trophe. Kata. Irgendwas ist doch so extrem gestöckert hier immer. War denn das oder wurde das mittlerweile gefixt? Was? Kommt ihr nicht durch? Verfluchte Scheiße. Moment mal. Soll das eine Kirche sein oder warum jetzt dieses besondere Lied? Ich meine, es klingt ultra geil, aber... Naja. War ja klar, voll getroffen hier. Oh Gott. Gut, von sich aus können sie das hier nicht aufmachen. Das ist sehr schön. Da kann ich mich erstmal um diesen Mentkübis hier, Quatsch, Kakodiemann kümmern. Angenommen, der kommt mal. Ich höre ihn schon. Oh, komm gleich als Doppelpack hier. Okay, hätten wir. Wow. So, jetzt. Fuck! Oh, hello. Nein! Herr im Himmel, erhöre meine Stimme! Oh, kommt her! Da kommt er! Und ich laufe auch noch zurück, damit er mich auch schön trifft. Alter, das ist ja schon wieder los. Oh Gott, das ist Katastrophe. Na komm. Da kriegst du echt zu viel. Und Nummer 2. Kannst du mal sterben oder so? Klar. Noch ein Schenker noch? Ja, da ist noch einer, der da irgendwie mit scharfer Munition rumspielt. Frage ist nur wo. Da hinten.
Mit einer Pistole fummelt der da rum. Mit einer Pistole, Junge. Ist ja schon traurig, ist das ja schon. Also siehst du, kann er gleich mal hier draußen die Kacke jetzt einsammeln. Jetzt hat sich die Musik geändert. Oder ist immer noch das gleiche Lied? So, Schrot ist schon mal wieder voll. Ach nee, jetzt das gleiche Lied. What the fuck? Nein, nicht nachladen. Scheiße. That was so loud, man! Ich mag diese Soundkulisse. Schade. Alles leuchtet hier aber keine Secrets. Das gibt's doch gar nicht. Wow. Da muss natürlich wieder der Pfosten kommen. Scheiß voll Pfosten. Ich krieg dir den Geschäft von der anderen Seite. So. Nein! Ich dachte schon. So, hier war ja auch wieder dieses Secret. Wo war das nochmal? War hier hinten, glaube ich. Ja, genau. Yay, Raketen! Woo! Da tanzt der Rolli auf den Tisch. Tralala, tralala, tralala. Okay, gut getanzt. So, was gab's denn? Außer Schmerzen. Ein Schalter. Was hat getan dieser Schalter? Mir. Man weiß es nicht. Okay, lassen wir das. Ach du Kacke. Ja, komm her. Wow, ich gucke natürlich in die falsche Richtung. Mann, das hätte so gut werden können.
Alter, wir wollen ja schießen. Klar, ich mache mir jetzt hier eine eigene Rauchfontäne auf. Oh Gott, was tue ich hier eigentlich? Oh, jetzt schafft er mit einmal. Hier auch. Alter, das ist immer so random. Klappe jetzt. Trab an. Das klang wie gelungene Arbeit. Ah, jetzt noch alles zu, leider. Das könnte ich sie nämlich schon von hier oben aus alle abknallen, aber das geht natürlich nicht. Wow! Klar, Ronny, renn einfach dahin. Ne? Ohne Rücksicht auf Verluste, renn einfach durch. Habe ich gerade irgendwas gesagt? Ich renne natürlich auch noch nach oben. Dass sie sich mal so gut verstecken können. Ach so, wow. Ist das wieder logisch? Überall sind hier so schöne Dinger, wo man so schön gucken kann. Aber hier ist natürlich so ein richtig schönes Ding, wo man sich halt gut verstecken kann. Ist das hinterhältig. Sowas wäre zu meiner Zeit nicht passiert. So, wir brauchen aber irgendwas Rotes. Gib mal her den Plunder. Oh, hier liegen wir immer noch welche. So, hier hinten waren ja auch wieder irgendwelche. Entweder Kakodemon oder irgendwelche Lost Souls drin. Ich glaube Lost Souls. Wobei hier leuchtet gar nichts. Doch, hier leuchtet. Nee, das ist die Fackel. Sehr verdächtig. Ja, ich hab Kettensäge. Ach ja, hab ich ja schon. Gut, endlich haben wir alles. Okay. Wofür auch immer der Schalter ist. Wie viele haben wir? Wir haben jetzt fast alle beisammen. Dann nehme ich mir mal lieber erstmal die bei einzelnen hier. So. Ah, wenn ich nur noch mal wüsste, wie man hier unten reinkommt. Ah ja, mal gucken. So, hier war jetzt wieder dieses geheime Blödsinn-Ding. Ach komm. Lebt immer noch? Der hat immer noch 500%? Ah. Noch einmal treffen, komm. Ist er weg? Ja, ist weg. Sehr schön. Ich dachte, ich höre wenigstens noch schreien und wie dieses Tor so. So, dass ich merke, okay, der ist wirklich tot. Ja, tut nicht nur so. Oh Gott. Ich hab instant keinen Bock mehr.
Kakodima, 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 Kacke. Kakodima sind Kacke. Daher auch der Name. Und wer dachte, Kakodima heißt ein Kacke, Kakodima würde aus Kakao bestehen? Der hat sich geirrt. Das ist nicht so, das ist nicht so. Nein, nein, nein. So, wo sind diese Web? Wow, die sind natürlich runtergefallen. Erstmal mache ich da diesen Kack. Voll daneben. Boah, Alter, stockert die aber auch so extrem. Nein. Und das, obwohl ich nicht mal Licht anhabe. What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Mann, ey. So. Hallo? Alter, welchen Winkel muss ich denn da runterschießen? Am besten werfe ich einfach eine Granate rein. Fertig, aus Ende. Oh ja, scheiße. Der lebt auch noch. So. Oh. Wo ist dieser verkackte scheiß Imp? Ey, kann hier rumlaufen, wie ich möchte, ich sehe ihn nicht, aber er kann wieder überall durchschießen, oder was? Wow. Das ist doch Bullshit, Mann, ey. Ich hasse sowas. Na komm. Da oben ist er. Alter. Beide tot? Ja, beide tot. Sehr schön. Oh, ey, wie ich sowas hasse. Vor allem, ich hab da oben erst wieder rumgeguckt und da war gar nichts. Und jetzt natürlich, dann, wenn ich da nicht gucke, dann ist da natürlich was. Ne? Du antraben. Danke dafür. Ah, Gott, ey. So, was ist der nächste? Aha. Dann war also der, wenn der hier für lang gelaufen war, der uns hier überrascht hat. Noch einer? So, da vorne ist ein. Fuck! Von wo bitte? Ach so, hier unten, klar. Hier waren ja auch noch welche. Oh, Alter, das ist doch nicht mehr normal hier. Du weißt hier gar nicht, was du hier zuerst erledigen sollst.
Wo ist dieser Kack-Imp? Kommt der wieder? Meine Fresse. Ja, klar, das macht. Das ist natürlich genau das, was man als sinnvoll bezeichnet. Ach Leute, ey. So, jetzt schon wieder die Imps machen. Ich hoffe, dass nicht wieder was in die Quere kommt hier. Ach du meine Güte. So, da vorne waren jetzt hier, da müssen jetzt die Kacke, die Dinger hier rausgekommen sein. Genau. Dieses Kack-Nachladen, ey, mein Gott, man kann gar nicht so schnell sein, wie diese Viecher sein können. Kannst du machen, was du willst? Ohne Schaden kommst du da nicht vorbei. Aber schon, ich bin schon echt gespannt bei der Finalversion, ob da noch eine neue Brutal Doom Version rauskommt. Also, Quatsch. Eine neue Brutal Doom Black Edition Version rauskommt mit einem neuen Flashlight, weil, wie gesagt, das Problem bei dem Flashlight ist, du siehst halt nichts. Und du musst halt bei diesen Lost Souls, musst halt unglaublich schnell sein. Wenn ich aber hier mit Flashlight arbeite, dann ist es so unpräzise. Jetzt geht's natürlich, okay. Vielleicht ist dies auch eine Kombination aus Licht und Lost Souls, weil die Lost Souls haben ja auch so Lichtkegel. Dass er damit irgendwie nicht so rankommt, aber er hat gerade sowas von gestockert. Geht aber gar nicht.
So, haben wir alles. Jetzt habe ich den blauen Schlüssel, mit dem kann ich hier direkt geradeaus weiter. Genau. Nee, kann ich nicht. Fuck. Ich dachte, ich könnte. Da erlag ich wohl einem Irrtum. Wow. Den Schalter habe ich vorhin echt nicht gesehen. Ich will sterben. Ich geh erstmal hier rein, hier ist es spannender. Na, komm her! Das ist der, den ich am meisten mag. Guckt euch das an hier. Richtig schön. Alles zugenäht. Das ist garantiert nicht mit sterilisierten Faden gemacht worden. Nein. Ich glaube, da wurde einfach so eine Narbe genommen und da wurden irgendwelche Dünndämen durchgeschoben und damit wurden alle durchtrainiert. Ja. Quasi powered by Fleisch zu Fleisch. So, wir müssen jetzt noch da. Ja, ich könnte sie jetzt auch alle erlösen, indem ich die nochmal abschieße, aber das kostet mir zu viel Munition. Sorry. Nee. Erstmal alles erledigen, was fliegt. Vor allem die Lost Souls. So, jetzt kann ich hinten die Pinkies. Siehst du, kann ich das eigentlich garantiert nicht? Doch, kann ich. Sehr schön. Immer wieder schön zu sehen, wenn man doch mal ein paar Raketen einsetzen kann. Ist er tot? Nein, natürlich nicht. Da ist ein Pinky. Auch ein Pinky. Wofür ist noch ein Imp? Ach, noch schlimmer.
So, erstmal richtige Waffe auswählen. Wow. So, hier gab es sonst nichts, außer ein bisschen Munition. Warum überleben die Viecher? Ja klar, bleibt natürlich bei einer Stufe hängen. Gott. Kriegst du echt zu viel. Ach, gleich drei Stück von denen. Was? Oh, ich habe damit die Fische, die da drinnen sind, in dem Raum aufgeweckt. Warum auch immer, die da irgendwie mit in der Soundkulisse da drinnen hängen. Ja, ja, ist ja gut, jetzt komm her. Hier wollte ich lang. Dankeschön. So, okay, jetzt müssen wir erstmal wieder hoch. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir da drinnen machen. Vor allem mit welchen Waffen wir da drinnen kämpfen. Wow, wow. Vor allem mit welchen Waffen wir da drinnen kämpfen. Wir haben ja doch so einige Optionen. Leider können wir mit dem Ding hier kommen, arbeiten wahrscheinlich. So, erstmal alle irgendwie rauslocken. Obwohl, vielleicht, mal gucken. Doch, das wird tatsächlich was. Nice! Wow, Ronny. Wow. Mag, leck mich, leck meine Eier. Doch gar nicht. Jetzt klappt doch hinten nie wieder. Oh Gott, diese Kacktür, das ist so. Beinahe erledigt. Beinahe erledigt. Sehr schön, gut, jetzt habe ich zumindest da erstmal freien Weg. Was? Achso, da wollte ich da hinten dran, war wahrscheinlich schon wieder. Ach Mann, ey. Ja, das geht nicht. Ich kann nicht hochschießen. Also die andere muss ich erstmal mit der Waffe hier erledigen, beziehungsweise wir haben auch hiervon noch eine ganze Menge. Also ne, eine ganze Menge nicht, aber einiges. Mal gucken, wie effizient das ist. Ah, doch, geht. Boah, Alter, ich hänge hier überall auf. Ich bin doch kein Windows-Rechner.
So, meine liebe Spinne. Das war's dann wohl. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, was muss ich hier anklicken? Das Ding? Ja. So, soweit ich weiß, gab es da hinten auch noch irgendwelche Secrets. Hier nochmal nicht. Da auch nicht. Da haben wir auch nicht. Na gut, lasse ich das. So, damit haben wir das hier schon mal wieder alles. Jetzt haben wir gerade den roten Schlüssel bekommen. Mit dem roten Schlüssel kann ich jetzt... ach ja, zu dem großen Raum. Ach du Kacke, warum gibt es die? Hilf, ich will hier raus! Das wird ein Spaß. Gibt's hier noch mehr? Ja, klar. Alter, warum immer gleich so viele? Genau das, was ich meine. Mann, ey, das ist immer so scheiße mit diesen Waffen auswählen. Wisst ihr was? Komm hier. Du kommst erstmal weg. Danke. Oh, ab nett mit dir. Du kannst doch nicht arbeiten. Alle weg diesmal? Oder wieder noch im Flur? Ja. Okay. So, herkommen. Danke. Ach Gott, das ist. Diese kriege ich ja dadurch eigentlich was abgezogen? Ne, krieg ich nicht. Okay. Das ist so blöd, weil immer wenn ich Waffe habe und dann erstmal die auswählen möchte, das ist immer. Manchmal geht das mit dem zweimal klicken. So. Aber manchmal nicht. Und dann habe ich diese Minigun ausgewählt. Naja. Und mit einer Minigun, die man erstmal anlaufen muss, die Lost Soul zu bekämpfen, das ist ja nun, hat man ja gesehen. Nicht gerade das, was man empfehlen kann. So, der rote Raum ist da. The question is, wie komme ich da rein? Oh mein Gott, dass ich mal einkomme. Ah, ich bin drin. Ah, okay, okay. Der Raum, der wird jetzt richtig, richtig abfucken. Ich freue mich schon. Das ist doch eine Ehrung sondergleichen. Wow. Ich muss mal versuchen, ob ich gleich von Anfang an alle aufeinander gelockt bekomme.
Das wäre super fucking awesome. Nee, wird nicht. Das wird nichts. Das sind einfach zu viele. Ach, scheiße. Ich habe heute schon wieder ein falsches Waffen ausgewählt. So, gucken wir. Okay, wie macht das am dümmsten? Klappe. Und hier Feuer aufmachen kann ich die Tür auch nicht. Ist das behindert? Ach, ich gebe mich ja. Ist das behindert? Ah, die gehen instant. Die kommen alle instant rein. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier. Oh. Mein, ey, geh mal weg hier. Ich könnte auch einfach eine Rakete reinschießen, ich schon wieder. Das. Lass mich durch, ich bin Arzt. Der, wie viel hab ich denn gerade verbraucht, ey? Achso, ich hatte nur schon vorher schon so wenig. Na komm, komm, komm. Wow. Erstmal alle anlocken hier. Okay, jetzt sind nur noch die Roten da. Plan ist damit aufgegangen, jetzt muss ich nur noch die erledigen.
Das wollte ich nicht. Der erste war viel zu tief. Wow. Nee, ich muss warten, bis die alle auf dem Haufen sind. So weichen die ja zu sehr aus. Nein, ich hab nur wieder die falsche Taste gedrückt. Komm, ganz ehrlich, fuck off. Wow! Ach, Gott. Ich muss mit diesem Plasma-Dings, da muss ja echt aufpassen, dass ich nur die falsche Taste drücke. Ich versuche immer anzuvisieren, aber es geht ja mit dem Ding gar nicht. Jetzt habe ich eigentlich noch so viele Waffen. Let's have fun, bitch. Haben die gerade auf die Leichen gezielt, diese Dinger, oder was? Was ist das denn bitte schön für eine Scheiße? Gut, da muss ich mal warten, bis die vorher ein bisschen da dran sind. Was war das denn gerade? Na gut, also allzu effizient sind die Viecher auch nicht. Hätte ich noch das Ding im Angebot? Naja, auch nicht so die beste Wahl. Ich glaube, ich bleib bei den Dingern hier. Beziehungsweise hiervon habe ich gerade am meisten übrig. Dann bleib ich mal bei dem. Ah, warte, ich bin... Alter, warum halt ihr so viel aus? Plasma bringt dagegen die quasi gar nichts. Na komm. Sag mal, liegt hier noch einer oder was? Ich könnte gerade schwören, dass ich gerade noch einen gehört habe. Das wäre mal absolut katastrophal.
Das wäre quasi richtig katastrophal. Die Munition ist hier echt auch ein Witz, ganz ehrlich. Das ist wirklich das Einzige, was ich in diesem Realism Tactical Mode so hasse, dass du halt wirklich mit der Munition so extrem sparsam sein musst, weil du halt so abartig wenig bekommst. Weil die Map ist halt darauf ausgelegt, dass du halt hier immer so eine richtige Box bekommst. Darauf ist die Map natürlich dann getrimmt. Wegen Waldbaum. Ja, und dann sagt einfach dieser Realism Tactical Mode, nö, er kriegt jetzt keine 20, er kriegt nur 3 oder 4. Im Falle von Shotgun zum Beispiel. So, hier ist noch was. Gut, das war's dann soweit, oder? Mehr gibt's hier erstmal nicht, dann kann ich jetzt... Ach doch, hier. Raketen. Habe ich ja jetzt ein paar verbraucht. Habe ja mindestens ein bisschen was von allen verbraucht jetzt. Aber anders hätte diese Horse auch gar nicht unter Kontrolle bekommen. So, jetzt habe ich aber wirklich alles. Okay, jetzt können wir hier den Raum gemütlich verlassen. Weil wir haben nämlich hier nur eine Chance. Das ist nämlich leider so ein System, das funktioniert nur einmal. Und dann nie wieder. Was ist gerade aufgegangen? Irgendwas ist gerade aufgegangen. Ich weiß nur nicht was. Naja. Man wird es sehen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt so zu dem Ende des Levels. Falscher Raum. Ach doch. So. Und nachdem, was hier so rumliegt, würde ich mal sagen, fürs Ende des Levels nehme ich dann am besten doch die Shotgun. Davon liegt hier derzeit am meisten. Ungenutztes Zeug rum. Hier geht's ja auch noch rein, ne? Können wir aber nicht. Wenn ich nur wüsste, wie ich da nochmal reinkam. Das würde mir schon sehr gefallen, wenn ich das wüsste. So, was gab's hier ansonsten noch? Gab's hier noch Shotgun-Munition? Nee, ne? Ah, siehst du Raketen? Die sind ja hier auch noch irgendwo welche. Wo war das? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir wieder von allem so ziemlich wieder viel, sag ich jetzt mal. Vereinfacht. So, gelb. Gelb ist da. Da müssen wir jetzt hin. Bitte speichern. Danke. Ach komm, hier. Komm. Was mache ich hier eigentlich? Ich hätte einfach da vorbeilaufen können. So, jetzt locken wir erstmal alle raus. Und dann können wir alle ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe rausgehen. Tada! Deswegen, die letzten Monster sind quasi einfach nur zur Erschreckung. Die kannst du super easy umgehen. Das einzige, wo sie jetzt wirklich ein Problem sind, ist jetzt für Speedrunner. Aber ich glaube mal, auch die haben Mittel und Wege, die einfach zu umschiffen. Oh Gott, das Level.
Oh Gott, das Level, zum Glück kommt das jetzt nächste Woche ran. Da habe ich dann für sowas wieder Nerven. Ja, das war's mit Doom. Dann nehme ich morgen wieder mein Test auf. Mein Klon. Was kommt morgen dran? Ich weiß gar nicht. Ich habe den Paaren verloren. Also jetzt hatten wir auf jeden Fall das hier. Da sind wir jetzt bei Level 28. Wir haben also noch drei Levels vor uns. 28, 29, 30. Nächste Woche machen wir mit Freedom weiter. Wahrscheinlich. So, und hier kommt als nächstes mein Test kommt als nächstes dran. Ja. In dem Sinne sehen wir uns dann bei meinem Test wieder, beziehungsweise für die, die nur Doom schauen, nächste Woche. Schau mit V.